Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013, das Let's Play mit Niveau. Hallöchen. Ja, gut, lassen wir das lieber. Also, herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2013. Laut und quirlig, wie immer, aufgeweckt und unter Drogen. Nein, die Drogen nicht. Getrunken haben wir auch nichts. Wir könnten aber langsam mal was essen. Das wäre echt tight. Warum wird denn das auf einmal so dunkel? Hallo? Faszinierend. Bist jetzt endlich voll. Hallo, danke. Und, tschö. Was ist denn? Ach, es sind Wolken aufgezogen. Aha. Und es ist Sauwetter. Das ist aber unschön. Was wir jetzt aber tun, ist Kredit bearbeiten. Und zwar können wir jetzt, wir haben 84.000 jetzt auf dem Konto. Wir können jetzt mal ordentlich was zurückbezahlen. Und zwar, dass wir nur noch 34.805 auf dem Konto haben. Und somit haben wir jetzt noch Schulden von 330.000. Das heißt, es wird gut. Es wird gut. Also 330.000 Euro Schulden ist, glaube ich, eine gute Hausnummer. Und was wir jetzt hier machen, wir schauen jetzt im Prinzip schon unserem dem Wachstum zu. Ach, nervt mich das ab. Lass es doch einfach weg. Keine. So. Ja, wir schauen jetzt im Prinzip dem Wachstum zu, weil wir nämlich hier jetzt überall... Wir müssen jetzt erstmal hier die Düngemaschine auffüllen wieder, weil wir die dann für die nächste Runde wieder voll brauchen. Und dann fahren wir auch aktuell unser Lager leer. Das ist auch ziemlich cool, weil wir haben jetzt noch, wir haben jetzt einen kompletten Hänger, den wir gerade wegfahren. Wir haben jetzt noch 60.000 Liter Raps. Nicht umkippen. Im Lager. Das ist supi. So, dann setzen wir das hier wieder ab. Dann müsste unser Trecker auch gleich wieder da oben sein. Also, man kann jetzt schon fast sagen, es geht mit großen Schritten vorwärts, weil, wenn es so weiterläuft, wie viel haben wir denn? Ah, sehr schön. Was ist denn hier drin? 24.000 Einheiten haben wir hier im Hänger. 24.000 Einheiten. Wir haben jetzt noch 60, sagen wir aufgerundet 25, sind wir 50... Ja, das sind noch zwei Touren mit vollen Hängern. Also mit einem vollen Hänger, das ist top. Wir sind jetzt schon wieder bei 57.000, also wir können noch richtig Schulden jetzt abbauen. Ja. So, was macht der hier? Da fahren wir jetzt mal blink, blink. Meine Augen machen bling, bling. Fahren wir jetzt mal hier. Also wir sparen ja auf einen größeren Mähdrescher. So, und da können wir auch, wenn wir hier schon mal sind, dann steigen wir aus, damit wir keinen Sprit verbrauchen. Und zwar können wir jetzt mal hier schauen. Erntemaschinen. Also aktuell haben wir ja den Deutz 5456H mit einer Korntankinhalt von 4200 Liter, 150 PS und kostet uns schlappe 340 Euro am Tag. Schnäppchen. So, und das hier. Also wir haben eine Arbeitsbreite von 5,4 Meter. Der hat 8500. Ist schon mal das Doppelte. Und eine Arbeitsbreite von 7,2 Meter. Das ist schon mal gut. Was kann der? 8,5? Der kann 9000. Okay, also, ob jetzt 500 Liter Korntankinhalt mehr die Differenz von 265.000 auf 315 rechtfertigt, lassen wir mal dahingestellt. Jetzt gehen wir aber mal eins weiter. Der hier kostet 265.000. Ne? Jetzt guckt euch das mal genau an. Nehmen wir jetzt den hier, den Case. Der hat einen Tankinhalt von 10.570 Liter, hat 410 PS, kostet nur 260 Euro am Tag, wie man hier sieht. Wo ist er? Der hier kostet 420, das ist schon eine Frechheit. Es passen 10.570 Liter rein und wenn wir hier das Gscher hier nehmen, 10,5 Meter oder auch, ein bisschen größer. Ah ne, warte mal, Case i30 20.
Ne, Moment. Das ist egal, oder? Das passt ja an beides. Genau, okay. Was kostet denn der hier? Oh, der kostet 329 Öcken, aber hat 12,330. Aha, hat eine Doppelbereifung vorne. Oder hier eben mit Kette, das kostet gleich. Oh, nee, der ist sogar teurer. Wegen der Kette oder was? So Frechheit! Entschuldigung, wenn ich herumschreie. Das muss ich dann wahrscheinlich runterregeln. also ich denke, der ist ein gutes Ziel mit 235.000. Hat einen großen Tankinhalt, das ist gut. Man könnte natürlich jetzt sagen, auch komm, ja, aber für 235.000 Euro, ja, ist das echt ein Schnäppchen. Vor allem Unterhaltskosten. Moment, ich laber hier. Wo ist er denn? Entlassen. Ich laber hier schon wieder, das ist unfassbar. Aber man muss ja auch die Zukunft planen. Also, nächste Investition ist definitiv ein größerer Mähdrescher. Aha, das sieht gut aus. Und... Na komm, 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 komm. Zieh! Sehr schön. Warten am letzten Trigger. Also, wie gesagt, unsere Investition, bevor wir den hier kaufen, mit 265.000, der über 400 am Tag kostet, nur 366 PS hat, nur 8.500 und sagt, der hat mit 315, ja. Überspringen wir die alle und sparen hier auf diesen Case IH Axial Flow 7130. Der kostet uns 235.000 Euro. Kostet am Tag nur, der ist sogar günstiger als den, wo wir jetzt haben, 260 Euro. Und hat 410 PS und 10.570 Liter Tankinhalt. So, wir haben jetzt Geld abgezogen bekommen, wie man hier unten... Ja, Moment. Na, geht nicht. Ah, sehr schön. Moment, mal kurz gucken. Ja, geil. Ah, ne, hier sind wir jetzt. Sehr schön, dann können wir jetzt hier schon wieder verlangsamen und können hier direkt anfangen. Hallo? Stopp! Weil der Mähner wäre der Idiot. Hallo? Sag mal, willst du mich verarschen? Ich mach dich platt. So, jetzt, oder? Och, Kind, was machst du denn? Ach. Also manchmal, gell? Da könnte ich raus, du! Also, sieht sehr gut aus. Wir sind jetzt schon wieder am Ernten. Sehr schön. Da ich so viel gelabert habe. Ah, ich habe mich auch übrigens jetzt entschlossen, die Folgen definitiv immer so um die 20 Minuten zu machen, weil 15 Minuten ist, ja, 15 Minuten ist ja so die... Habe ich gerade eben so einen hohen Ton gehabt? Oh, 15! 15 Minuten ist so, ja, ist ganz nett, das ist so die Standardminutenzahl, wenn es darum geht, ohne... Ne? Das ist geil. Jetzt fahren wir mit dem hier mit, weil den brauchen wir jetzt gleich wieder zum Abfahren. Die 15 Minuten sind ja ohne... Es sind ja die Standardminuten bei YouTube. Ohne, dass man jetzt irgendwie... Was muss man machen, damit man unbegrenzt hochladen kann? Also in Anführungszeichen unbegrenzt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind ja 15 Minuten so die Standardminuten. 20 Minuten finde ich... besser, weil 15 Minuten sind dann doch ziemlich, oder arg kurz. 20 Minuten ist meines Erachtens besser. Deswegen gucke ich jetzt, dass alle Folgen so um die 20 Minuten sind. 20 Minuten ist nicht zu lang, um euch zu langweilen, und 20 Minuten sind nicht zu kurz, um ja, jetzt irgendwie gar nichts hier zu zeigen. So, was wir hier aber schon machen können, ist, wir können zurückzahlen. 30.000, oder? Schon haben wir nur noch 300.000 Schulden, sehr schön. Die Bank wird sich freuen. Noch 100.000 und dann haben wir den Kredit, den wir aufgenommen haben, über dieses wunderschöne Plugin Genossenschaftsbank Hagenstedt. Das ist ja ein Plugin, nennt man es Plugin oder Mod, Patch, wie auch immer. Wir können uns jetzt hier sogar schon wieder Geld leihen. Jetzt machen wir hier kurz Fahrer entlassen. Oh, ups. Weil wir nämlich auch gleich... Ach, wo ist er denn schon wieder? Da oben.
What? Der ist schon voll? Noch nicht mal einer Bahn? Was ist denn da los? Das ist ja geil. Oh, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Also was natürlich... Was machen wir denn am besten? Machen wir am besten jetzt Schulden abbauen? Oder sparen wir auf einen neuen Mähdrescher? Muss man gleich durchrechnen. Ich habe hier meinen schlauen Taschenrechner. Weil Kopfrechnen ist jetzt nicht wirklich so meine Stärke. Ja, ich fahre ja schon auf dem Weg, Pappnase. So in Ordnung, ey, ernsthaft. So, jetzt müssen wir mal kurz hier gucken. Wenn wir den hier verkaufen, bringt er uns 99.000. 99.975 plus dann das Dings hier, 16.000 ist gleich. Also er bringt uns 115.000. So. 115.000. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir nehmen natürlich jetzt nicht das 13-Meter-Werk, sondern das 10-Meter-Werk. Das reicht erstmal. Ach Gott, wie blöd muss man eigentlich sein. So, der kostet 235.000, ne? So, minus 235.000. Ah, glatt. Minus... Was haben wir hier noch? 51.000. Also wir brauchen insgesamt 170.000. Was wir... Oh. Also wir müssen jetzt noch 170.000 rund sparen oder ja Geld verdienen, um mit dem Verkauf unseres jetzigen Mähdreschers ach, jetzt übertreiben wir nicht, oder dreist, um uns den neuen Mähdrescher zu kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir schon so viel Geld abgebaut, nur noch 300.000 Schulden. Ich überlege, das ist jetzt echt difficult, ne? So ein zweiter Hänger wäre tight. Also auch Quatsch. Was ist ein zweiter Hänger? Was kosten die Hänger nochmal? Ach Mensch, wo sind denn die scheiß Hänger jetzt? Entschuldigung für Scheiß. Lizenziert, kommt Piep drüber. Oder auch nicht. Den haben wir jetzt. Der kostet 21.000. Aber es lohnt sich halt jetzt aktuell überhaupt nicht, jetzt das Lager leer zu fahren, weil es sowieso noch eine Hängerfüllung. Und mit dem das wegzufahren, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Aber wir können mal gucken. Der kostet 20 Euro. Der kostet auch 20. 24. 17. Ja, nee. Den brauchen wir nicht. Ich bin jetzt überlegen, ob wir jetzt einfach drauf sparen sollen auf den neuen Mähdrescher. Vor allem, weil er halt auch günstiger ist, ne? In Unterhaltskosten. Es plägt nicht. Es will nicht was, will nicht dauernd was zu essen haben, sondern nur Sprit. Ja, Unterhaltskosten für den Mähdrescher ist besser als für... Naja, ich spreche es jetzt nicht aus. Kind oder Frau. Entschuldigung. Aber ein Mähdrescher würde jetzt halt echt die Arbeit ein bisschen erleichtern, größer. Aber ich habe halt auch die extremen Ausgaben, ne? Sobald neue Tagwind habe, hab ich halt auch eine extreme Ausgabe für den Kredit, ne? Pro 10.000 oder sowas habe ich eine bestimmte Summe, die ich berappen muss. Das ist schon, müssen wir mal kurz gucken, was uns das kostet. Kreditzins 5% am Tag. Moment, Kreditbetrag 50.000. Moment, haben wir nur noch 50.000, die wir an Kredit haben? Ja, einwandfrei. Ah ja, da steht's ja. Hier steht's ja. Kreditbetrag 50.000. Ja, perfekt. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir die 50.000 noch zurückbezahlen, weil auf dieses geliehene Geld müssen wir
müssen wir, glaube ich, nicht bezahlen, sondern nur auf diesen Kredit, den ich halt hier aufgenommen habe. Das heißt, wir bezahlen jetzt noch die 50.000 zurück und dann wird direkt auf einen neuen Mähdrescher gespart. Was haben wir gesagt? 170.000 müssen wir dann ansparen. Ja, das ist gut, das schaffen wir. Also, wir haben einen Fahrplan für die Zukunft. Wir werden jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich die 50.000 Euro zurückbezahlen, damit wir den Kredit los sind, damit wir eben diese, wie man es ja hier sieht, dass es halt einfach weiterlaufen kann. Hey. Dass wir diese 50.000 Euro einfach jetzt an Kredit zurückbezahlen, damit wir da keine Kreditzinsen von den 5% bezahlen müssen. Und dann sparen wir direkt auf neuen Mähdrescher. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt zum Lager und fahren schon mal einen kompletten Hänger weg. Was für Wege, ist alles so weit. Ah, weit ist es nicht. Weit wird es erst noch. Aber das will ich jetzt heute unbedingt noch schaffen, dass wir heute in der Folge jetzt vielleicht noch die 50.000 loswerden. Und dann... Abfahrer einstellen, warten am letzten Punkt. Uah! Was ist das? Ach, das ist die eigentliche, ne? Das ist, glaube ich, auf Position 1 liegt das. Ne, ne? Was ist denn das Bild? Einfügen? Ah. Die Bank gewährt Ihnen keinen größeren Kredit als 400.000 Euro. Na dann. Also hier seht ihr unsere Finanzen. Sieht extrem cool aus. Dienstag minus 84.300. Also wir haben eine Gesamtmenge von 3.274 noch gemacht. Mittwoch und heute haben wir jetzt schon sogar Gewinn gemacht. Das ist sehr gut. Und da bewegt sich uns Ohr. Ach, geil, der ist gleich voll. Ah, verdammt. Wo bist du? Ja, das müssen wir halt jetzt warten. Och, fahr doch mal ein bisschen schneller, hey. Ganz ehrlich. Wie sieht es eigentlich mit dem Sprit generell aus? Der hat schon was verbraucht, aber hat noch 288 Liter. Der, aha, aha, aha. Okay. Ja, schauen wir mal. Was bringt da eine Ladung jetzt Hänger 24.200 Liter? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal schauen. Machen wir jetzt einfach so. Wir entlassen den Fahrer jetzt mal. Und fahren das jetzt mal selbst zu Ende. So. Was wir jetzt machen, wir bezahlen, Kredit zurückzahlen. Ah, kann ich das auf einen Schlag jetzt, oder was? Ah, cool. Sehr schön. Kredit ist komplett zurückbezahlt. Ja, geil. Sehr, sehr nice. Ich habe zwar jetzt nur noch 6.000 auf dem Konto, aber das macht nichts. Das ist noch genug, weil wir können ja auch ins Minus rutschen. Das ist ja kein Thema. Das bedeutet, wir können uns demnächst, also es wird jetzt diese Folge wird es wahrscheinlich nimmer, weil wir schon fast am Ende wieder sind. Wir können uns aber Geld leihen. Ja, das machen wir jetzt gleich, wenn wir dann da unten sind. Wir können uns wieder Geld leihen, dann können wir uns ausrechnen, wie viel. Achso, aber wir haben ja. Ne, das können wir machen, genau. Die 6.000 lassen wir einfach. Und dann Kredit haben wir jetzt, brauchen wir, oder haben wir jetzt aktuell keinen mehr, den haben wir jetzt gerade eben komplett zurückbezahlt. Sehr schön. Das heißt, wir sind ja kreditfrei. Unser Kredit, den wir aufgenommen haben, ganz am Anfang, damit wir noch mehr Kohle haben, haben wir jetzt komplett zurückbezahlt. Das Einzige, was jetzt noch übrig ist, ist eben dieses Standardgeldleihen. Das müssen wir zurückbezahlen. Ich weiß gerade, ob wir da Geld bezahlen müssen für oder wie auch immer. Auf jeden Fall Kredit zurückbezahlt. Perfekt, da freut sich das Herz. Wir haben nur noch 250.000 Euro Schulden.
Die Zeit wäre jetzt eigentlich schon zu Ende, aber wir machen jetzt noch einen kleinen Moment, weil ich jetzt hier den Mähdrescher noch leer machen will und weil ich gucken will. Gucken tun wir jetzt gar nicht. Wir machen jetzt hier den Mähdrescher, fahren wir jetzt noch ab und dann machen wir Schluss. Wir werden uns jetzt kein Geld leihen, weil ab sofort sparen wir auf einen neuen Mähdrescher. Wir brauchen 170.000 Euro. Ich denke mal, das kriegen wir hin. So waren wir noch anderthalb. Hallo? Och, jetzt mach! Mein Gott! Ganz ehrlich, ey. Das war die Kirche im Dorf. Nächste Folge werden wir wahrscheinlich noch nicht den Mähdrescher kaufen können, aber die übernächste Folge schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben heute einen wahnsinnig großen Schritt gemacht. Wie ihr seht, haben wir ja keinen Kredit mehr offen, sondern nur noch zum Zurückbezahlen. Das ist sehr schön. Wir könnten natürlich jetzt einen Kredit wieder aufnehmen, um uns den neuen Mähdrescher zu kaufen. Aber wir wollen ja die Schulden reduzieren und wollen aus eigener Kraft hier, was aufbauen. Deswegen sage ich tschö und bis zum nächsten Mal bei Landwirtschaftssimulator 2013. Ciao. So, das war mal wieder eine weitere Folge von Landwirtschaftssimulator 2013. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren. Ihr könnt auch gerne mal auf Twitter und Facebook vorbeischauen oder auf Google Plus. Habe ich ja schon vor zwei Folgen, glaube ich, erwähnt. Man muss mit der Zeit gehen. Ich freue mich sehr, dass einige meine Folgen anschauen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich hoffe, euch geht es genauso. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.